mal, ich hab Connor gebankt. Ja, das macht doch noch viel mehr Sinn. Ja, können Easy, sag mal, merkst du überhaupt, was du da redest? We are young, we are strong. Du hast mich zu 100% gestern immer betrogen. Ja. Weil, das ist doch eine Erklärung. Ja, erklär mal. Okay, ich habe gestern Kondom gefunden im Tonstudio und du warst die Einzige, die gestern da war. Okay. Die Einzige. Okay, Sherlock Holmes. Na, Sherlock Holmes, ne? Du hast ein Kondom gefunden. Und warum muss das jetzt mein Kondom gewesen sein? Erklär das mal. Hä? Weil du die Einzige warst, die gestern im Tonstudio war. Du musst doch noch erklären. Aha. Und du glaubst wirklich, ich bin so dumm und bange im Tonstudio? Ach so. Weil es gibt ja nicht andere Orte, wo ich bang könnte. Ich suche mir, wenn ich dich betrüge, suche ich mir noch genau das Tonstudio aus. Sagst du, sag mal, bist du irgendwie... Nein, bist du irgendwie... Erklär's dir doch mal, ja? Komm. Ich erklär's dir gerne. Ich erklär's dir sehr gerne. Ja, du denkst, ich bang hier im Tonstudio. Am besten, ich hab noch Seni gebangt. Oder, nee, warte mal. Ich hab Connor gebangt. Ja, das macht doch noch viel mehr Sinn. Ja, können Easy, sag mal, merkst du überhaupt, was du da redest? Ach, man, geh mir auf die Nerven, man, wirklich, ey. Digga, bist du dumm? Nein. Du kannst doch nicht allen Ernstes, du hast gerade vor Easy quasi zugegeben, dass wir miteinander... Okay. Was ist das? Der bringt mich um. Okay, entspann dich mal. Erstens ist es voll die gute Taktik, wenn ich sage, wir haben gebankt, weil dann denkt er nicht, dass wir gebankt haben, verstehst du? Zweitens, Easy ist einfach, oh mein Gott, das müsstest du doch jetzt endlich mal geschnallt haben. Easy ist einfach ein Typ, er liebt es, groß rumzulabern. Er ist eh schon gegangen, guck mich so. Ja. Er liebt es, groß rumzulabern, er liebt Show machen, deswegen chill einfach. So, lass einfach nicht mehr darüber reden. Aber, lass einfach so machen. Wir treffen uns in der Mittagspause, oder dann, wenn du mit deinen Arbeiten fertig bist. Und ja, bei dir. Super! Wir gehen aber getrennte Wege. Wow, wie melodramatisch. Wir gehen getrennte Wege. Nein, du Idiot. Wir gehen zu mir getrennte Wege, damit wir... damit. Okay. Also... Okay. Hau rein. Ich komme einfach nicht drauf klar, wie tough diese Frau ist. Ey, die macht weiter, als wäre nichts gewesen und ich piss mir hier ins Hemd. Also... Krass, ey. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die ich so cool fand. Wäre da nicht Easy, wäre es halt... nochmal cooler. Connor! Hm? Jo, Digga. Jo, was geht? Ja, was geht bei dir? Ey, ich habe gerade beobachtet, wie Liz aus dem Tonstudio in diese Richtung hier gelaufen ist. Ich glaube, die ist safe bei ihren Macker. Ich muss da jetzt. Nein. Doch. Chill. Die ist einfach nur beim Bäcker oder so. Was will die denn beim Bäcker? Den Bäcker um die Ecke, Mann. Macht keinen Sinn. Die hat doch keinen Macker. Das ist Quatsch. Doch, ich glaube, die betrügt mich. Und das will ich jetzt auf jeden Fall. Ich will sie erwischen dabei, Mann. Hey, komm schon. Die hat doch gerade eben extra noch gesagt, dass sie dich nicht betrügt, Alter. Komm. Wirklich. Nein. Wieso? Wie kommst du denn darauf? Digga, es hat die eins, wenn ich einen Typen erwische. Ich mach den sowas von kalt. Ich schalte ihm seine Eier ab. Und dann weiß ich auch endlich, wie ich dich betrogen hat. Und dann ist es auch vorbei. Ja, das war's dann. Nein, das war's dann. Komm. Das hast du doch nicht nötig, deiner Freundin hinterher zu spionieren, komm. Was soll ich denn sonst machen? Klar ist nicht die feinste Art. Du bist Easy, Alter. Ja, aber du musst Digga, doch nicht. Doch, ich muss jetzt wissen. Ich brauch Klartext, Mann. Deswegen lass uns los, oder bist du nicht dabei? Ja. Ich brauch dich jetzt. Ja, natürlich bin ich dabei. Stark, also ja, dann los. Komm schon. Lass. Geht dran. Fick. Kommst du jetzt, oder? Ja. Scheiße, Digga, warum ist jetzt Liz' Handy aus? Ja, jetzt verfolgen wir die bis zu meiner Wohnung. Und dann? Fuck, wie soll ich mich denn da wieder rausreden? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, Mann. Was ist denn jetzt verfolgen, Mann? Digga, das war richtig knapp, ja? Aber ey, sag mal, wohnst du nicht hier in der Nähe? Hä, Quatsch, nein. Komm. Warte, meine Schuhe. Scheiß auf deine Schuhe, komm jetzt. Ja. Bitte, Mann. Es ist die einzige Möglichkeit, endlich mal sich auf frischer Tat zu ertappen, Mann. Ja. Deswegen muss ich ein bisschen beeilen. Ich schwöre, ich mach die so kalt, wenn ich die beiden erwische. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, der Laden war wieder auf. Scheiß mal auf den Laden. Sie müssen jetzt hier kommen. Ja, Mann. Oh, fuck, mein Telefon. Ey, ich muss da echt dran. Das ist super wichtig, ja? Ja. Bitte lass dich sie nicht. Die darf nicht entkommen, Mann. Okay. Hab ein Auge auf sie, ja? Okay. Ich vertraue dir. Jo. Es. Komm jetzt. Easy,
verfolgt dich seit dem Studio. Was? Hau ab, hau ab, hau ab, du darfst nicht zu mir gehen. Geh, geh jetzt. Okay, okay. Ja, sorry, Mann. Muss ich echt rangehen, war wichtig. Die ist weg. Wie, die ist weg, Mann? Ist weg. Bist du dumm? Bro, ich hab die verloren, tut mir leid. Wie kann die denn kommen? Ich weiß es nicht, sie war plötzlich... Hey, Mann, Connor, das war... Ey, ich hätte sie jetzt erwischen können, Mann. Egal, mal Feierabend. Wir sehen uns. Digga, war das knapp, Mann! Ey, was wäre denn passiert, wenn er uns erwischt hätte? Ich wäre tot! Okay. Ja, ich muss. Okay, Papa. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Ja, lass den Kopf. Okay, ciao, ciao. Und? Die sind gerade alle mal kacken im Luft. Aber verständlich, Mann, stell dir mal vor. Stell dir mal vor, dein Vater würde. Boah, wie es Amelie gehen muss. Krass. Einfach ein Mensch und direkt aus deinem Leben gerissen. Ich würde auch gar nicht klarkommen. Ich glaube, ich rufe Amelie mal an. Mach. Easy. Komm ins Studio nach. Ne? So, was trinken wir? Hey. Yo. Ey, hast du irgendwie Easy irgendwas gesagt oder so? Nein. Der hat geschrieben, ich soll nachher ins Studio kommen. Nein. Ist dringend, hat er geschrieben. Ich bin wegen dir gekommen. Und Easy, musst du dir keine Sorgen mehr machen. Ich hab das alles geklärt. Er denkt, irgendwer anderes hätte gebankt. Und ich weiß doch, wir haben uns gesehen. Und dann sind wir dann noch ins, also bin ich zu ihm im Studio, bla bla. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich dort war, um ihm ein Geschenk zu kaufen. Und jetzt glaubt er es voll, ist voll glücklich. Hello Jungs, kann ich kurz sagen, wo Sektgläser sind? Du kannst meine Gedanken lesen. Ja, und er hatte geschrieben, weil... Guck mal, er hat sich am Ende so hart gefreut und dann hat er dich zu einer Newcomer-Session eingeladen. Und jetzt deswegen, echt? Ja. Guck, ich hab geklärt. Sehr gut. Mhm. Das heißt, du und ich. Jetzt. Ey, diese Frau ist so krass, Mann. Ich kann ihr einfach nicht widerstehen. Ey, und jetzt, wo Easy auf einer anderen Fährte ist, fällt es mir auch gleich viel leichter. Ja, komm, das feier ich. Sie wird auch noch kommen, kommt ein bisschen später. Sebi? Ja, Sebi. Okay. Also zum ihn auf jeden Fall. Chris? Was geht ab? Was geht ab? Connor? Connor. Freut Chris. Mich. Freut mich auch. Er ist auf jeden Fall unser neuer Newcomer. Ich habe ihn entdeckt, ja. Ich finde auf jeden Fall noch seinen. Natürlich. Ich bin auf jeden Fall böse drauf, aber mal gucken, ja. Fett. Krass. Du machst die Beats oder was machst du für ihn? Ja, genau, ich produce mal. Okay, fresh. Lass mich ja kurz vorbei. So, Trap oder in welche Richtung? Ja, alles, was der Herr verlangt hier, ne? Weißt du. So, wie es laufen muss. Okay, du bist echt groß, Mann, krass. Stark groß. Aber lass mal Party machen, lass uns mal Musik hören hier, wenn das mal funktionieren würde. Und yes! Ich mach Insta Story. Yeah, ey! 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 Wie schon geil, ja. Vorsichtig sein, Digga. Wieso? Kann auch jeder wissen, dass sie geil ist, oder? Ich denke schon, dass da was geht. Yo, Liz, Champagne? Yeah! Sure! Du hast ja voll recht gehabt, Mann. Easy steht da wie so ein süßer Teddybär. Ich hab's dir gesagt. Sieh mal. Krass, ich dachte echt, Easy würde ausrasten, wenn jemand so über Liz redet. Aber okay, ich meine, da muss ich mir ja wirklich keine Sorgen mehr machen. Was? Wir sind doch jetzt oben alleine. Ja, lass das hochgehen. Easy und Jana sind in deinem Studio. Ja, egal. Was das ist egal? Sehen, wie entspannt er ist. Ja, okay, aber nur weil Easy mir jetzt nicht meine Birne abreißt, wenn er uns erwischt. Er ist noch lange nicht, dass er mich nicht aus dem Studio schmeißen kann. Okay. Ich geh hoch. Was? Ja, ich geh hoch. Junge. Spaß, Mann. Verpiss dich von hier, Mann. Ich bin hier nicht deswegen, Mann. Das ist meine Frau. Ich schlag dir.
Wollt ihr dich verabschieden oder was? Ja. Yo, ey, Connor, die Aktion mit Liz und so, weißt schon, diese Jagd, was wir da gemacht haben. Übrigens, cool, dass du mir geholfen hast, aber die hat mich doch nicht betrogen, wie ich gedacht habe, ja. Das war schon cool von dir. Okay, cool. Ist Liz oben? Ja. Ja, ich geh da mal hoch, ja? Komm, ja, gut. Oh. Ja, gut. Was war das? Also, der Typ hat doch nur Liz angebaggert. Scheiße, was macht denn bitte Easy, wenn die mit wem anders schläft? André zeigt nur seinen Körper, er versucht damit zu glänzen. Aber ich versuche mit Persönlichkeit zu glänzen. Der wird kein Wort mehr rausbekommen, wenn er das zu Gesicht bekommt. Ohne nicht stets bis hier, es reicht langsam. Nimmst du noch auf irgendwen Rücksicht? Dann packen wir unsere 7 Sachen, machen uns ein richtig geiles Leben, irgendwo im Süden. Was ist denn mit dir? Was gehst du mich einfach an? Sag mal, hallo! Ja, so haben wir jetzt nochmal Eisekampf. Patrice und ich sind in einer Beziehung und du hast gesagt, dass du dich raushältst aus meinen Sachen. Dann soll Toni doch in ihr Unglück mit Patrice rennen. Ich boxe sie da nicht wieder raus. Ich bin nun mal ein Dealer und ein Flüchtling. Und ich bin einfach nicht gut genug für dich. Dir hat das Video gefallen? Dann abonnier unseren Kanal, aktivier die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Und die ganze Folgen siehst du jetzt auf TV Now.